Ja, nach 2 Wochen endlich wieder zurück hier im YouTube-Studio. Naja, wobei endlich. Ich war ja im Urlaub, da darf man auch mal ein bisschen eine Pause machen. Nein, und ich war ja auch noch eine Woche in Zürich arbeiten, hatte ich nicht so viel Zeit hier. Jetzt bin ich wieder zurück. Pflanzen gießen, alles einrichten, auspacken, dass alles wieder läuft. Diese Gelegenheit habe ich auch schon genutzt, um zu zeigen, was ich alles im Gepäck dabei hatte. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber Gepäck ist genau das Stichwort. Ich war nämlich auf Reisen und habe mindestens ein Foto mal irgendwo gepostet, wo dieser Koffer hier im Bilde war, und ich habe dazu auch noch frech geschrieben, mein Lieblings-Xiaomi-Produkt. Ja, Xiaomi ist ja die Firma, die man von den Handys hier kennt, den da. Die sind großartig, haben sogar Leica-Kameras jetzt, die mag ich sehr. Aber mein Lieblings-Xiaomi-Produkt ist das, das habe ich jetzt seit ungefähr einem Jahr, das ist der Aluminium-Hartschalen-Koffer für Flugzeug, also den man als Handgepäck, muss man das vielleicht nennen auf Deutsch, den habe ich als Handgepäckkoffer dabei, weil ich brauchte einen neuen Koffer, und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt, was es gibt. Ein paar von euch haben den empfohlen. Ich fand, der sieht noch toll aus. Ich fand aber auch, der sieht verdächtig aus wie die teureren Modelle, die man ja auch kennt. Kostet aber nur einen Bruchteil davon. Da war ich ein bisschen skeptisch und habe ich gedacht, komm, wir verbinden das Nützliche mit dem Praktischen oder irgendwie so. Und ich kaufe mir einfach den und ich mache einen Test davon und ich schaue mal, ob sich das Ding bewährt und wie es sich im Alltag schlägt. Ja, ihr seht, es ist ein Aluminium-Hartschalenkoffer. Hatte ich vorher noch nie. Mein eigentlicher Reisekoffer ist der hier. Ein ganz, ganz leichter Stoffkoffer von Tchibo. Ganz unspektakulär. Den habe ich auch schon mal im Tagesanzeiger empfohlen, in der Zeitung, wo ich arbeite. Nicht speziell dieses Modell. Ich habe einfach gesagt, man soll beim Reisekoffer darauf achten, dass er nicht teuer ausschaut, weil die hier schauen teuer aus. Der hier schaut billig aus, den klaut sicher keiner. Das andere, was praktisch ist, er hat Taschen außen, da kann man auch mal irgendwas schnell reinmachen. Gerade wenn man am Flughafen durch die Security muss, kann man es rausnehmen, aufs Förderband und wieder rein. Der ist wirklich ganz, ganz großartig. Aber wie gesagt, ich brauche den neuen Koffer und der da ist es geworden, der Xiaomi-Koffer. Und ich zeige euch den mal eben schnell. Und weil ich hier noch nicht alles eingerichtet habe und weil der sowieso viel zu groß ist, um ihn auf dem YouTube-Tisch hier zu zeigen, machen wir das einfach hier auf dem Boden. Alles ein bisschen improvisiert mal wieder. Also Moment, ich baue schnell, ja, irgendwie um. Also schauen wir uns den Koffer zusammen an. Wie gesagt, ein bisschen improvisiert hier halt am Boden, aber auf dem Tisch ist er wirklich zu groß. Material hier ist Aluminium, hat auch schon ein paar Kratzer drauf, wie man vielleicht sieht, aber das ist nicht störend. Hier hat es eine kleine Delle, keine Ahnung, wo die reingekommen ist. Das passiert einfach. Oben hat es den Tragegriff, der ist aus Plastik, hat aber eine Feder drin, der spickt zurück. Baff. Aber daran kann man ihn sehr, sehr gut rumtragen. Dann hier ist das der Ziehgriff, oder wie man das auch immer nennen möchte. Der liegt übrigens großartig in der Hand. Lässt sich verstellen, gibt verschiedene Höhestufen. So, wieder runter. Habt ihr gesehen, jetzt hat er schnell ein bisschen verkeilt. Das kann hin und wieder passieren, ist aber nicht dramatisch. Ansonsten, hinten massive Scharniere. Ihr seht auch, er dreht sehr gut. Dann auf der Seite haben wir nochmal einen Griff. Auch der ist mit Feder. Einer der Schwachpunkte, kommen wir nachher noch dazu, sind die Schlösser. Plastik, ehrlich gesagt, aber wenn man es mal im Griff hat, dann funktioniert es. Dann natürlich noch das Highlight. Ja, ihr seht, der Koffer ist im Einsatz. Die Rädchen, kommen wir nachher gleich noch drauf, sind 4 Stück. Die drehen wirklich sehr, sehr toll, aber da kommen wir nachher noch dazu. Machen wir den Koffer noch schnell auf. Schauen, ob ich ihn richtig rum habe. Das muss ich mich immer noch ein bisschen dran gewöhnen, dass es halt beide Seiten fast gleich ausschauen. So. So schaut es innen drin aus. Noch so ein Teiler drin. Da habe ich übrigens, glaube ich, den AirTag. Ja. Da ist der AirTag drin versteckt. Dann hat man da noch die Schlaufen, wo man Sachen einspannen kann, dass sie nicht rausfallen, weil man füllt eigentlich hier, legt man was drauf, füllt da und dann klappt man zu. Ja. Innenfutter aus Stoff. Hier auch was dazwischen, dass nichts einklemmt. Noch nicht gezeigt habe, jetzt eine Gummidichtung, dass es nicht reinregnet. Ich war damit also auch schon im Regen und Schnee unterwegs und ist noch nie was nass geworden da drin. So. Seht ihr, und genau das ist das Problem, was man aufpassen muss bei diesem Koffer. Jetzt hat nämlich das Ding klemmt jetzt dazwischen, muss man schnell wieder reinschieben und dann kann man schließen. So. Hier auch noch, alles ein bisschen schwierig, einhändig vor der Kamera, aber hat geklappt. So. Ja, so, das ist also der Koffer. So schaut das Ding
aus, das sind die Funktionen, der hat. Es ist halt ein Koffer, da muss man nicht so wahnsinnig viel zeigen. Und wie hat er sich jetzt im Alltag geschlagen? Ja, die Tatsache, dass ich ihn immer noch verwende, sagt es eigentlich schon. Ich mag ihn außerordentlich. Er hat sich wirklich großartig bewährt. Das Beste daran sind die Rädchen, die Rollen. Das Ding rollt einfach von alleine. Ja klar, wenn man es anschubst, rollt es noch ein bisschen besser. Aber nein, es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, einen Koffer zu kaufen, der 4 Rädchen hat unten, weil ich das eine Platzverschwendung finde. Gerade wenn ich die Koffer ja oben in den Flieger reinmachen muss. Da finde ich dieses Prinzip hier viel schlauer, wo das Rädchen einfach versenkt ist und es nur 2 hat. Klar, man braucht ein bisschen mehr Kraft, wenn man den zieht, weil der steht ja nicht von alleine. Aber das ist ja so völlig harmlos. Aber die gibt es halt nur so und darum habe ich mir das gekauft. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich sehr bewährt. Es funktioniert sehr, sehr gut mit diesen Rädchen, auch wenn es ein bisschen eine Platzverschwendung ist, muss ich schon sagen. Was aber auch ist mit den Rädchen, er rollt wirklich sehr gut, außer auf Pflastersteinen. Da hat er natürlich Mühe, logischerweise, weil die Rädchen sind nicht wahnsinnig groß. Aber seien wir ehrlich, da hat vermutlich jeder Koffer Mühe. Und da ist die Lösung ja einfach. Man kippt ihn halt und zieht ihn dann auf 2 Rädchen weiter. Und danach ist es kein Problem mehr. Man zieht einfach den aus und dann kippt man ihn und zieht man ihn wie ein 2-Rädchen-Koffer. Und wenn es wieder ein normales Trottoir oder Gehsteig auf Deutsch ist, dann macht man ihn halt wieder flach und zieht ihn so. Das ist alles kein Problem und funktioniert wirklich sehr gut. Was kann man daran kritisieren im Alltag? Nun, es ist halt ein Aluminiumkoffer, die sind nicht flexibel. Da kann man dann nicht mal schnell noch ein bisschen würgen und dann passt mehr rein. Also wenn irgendein Stativ rein muss, was ein bisschen zu lang ist, hat man dann nicht Spielraum. Das Ding ist einfach fix und so ist es halt. Also da muss man sich dran gewöhnen. Und das andere habe ich ja schon gesagt, Aluminiumkoffer sehen einfach sehr, sehr teuer aus. Wenn man ein Dieb ist, welchen Koffer würdet ihr klauen? Ich würde den nehmen. Und wo wir es vom Klauen haben, er hat ja da diese Schlösser mit den Zahlen dran, die finde ich ein bisschen fummelig, ehrlich gesagt. Mit der Zeit hat man Übung drin, aber die fühlen sich jetzt nicht so hochwertig an wie der restliche Koffer. Der restliche Koffer fühlt sich wirklich sehr, sehr hochwertig an und ich habe große, große Freude dran. Ich mag ihn wirklich sehr. Was ich aber ein bisschen zu wenig bedenkt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Kauf, ist die Sache mit den Rädchen. Ich habe inzwischen auch auf Amazon noch ein bisschen rumgeguckt, da haben Leute gesagt, die den schon viel länger haben, weil der ist ja nicht neu. Die haben den schon seit 3 Jahren, haben sie gemeint, ja, die Rädchen seien dann irgendwann durch und es gäbe keinen Ersatz mehr. Da haben hier natürlich alle Alarmglocken geklingelt. Meine Rädchen, wie schauen die aus? Ja, ich würde sagen, noch ziemlich okay. Aber sind schon ein bisschen abgenutzt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass die in 2 Jahren dann nicht mehr ganz so toll sind, wie sie jetzt sind. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn mir die kaputt gehen. Dann habe ich einen wunderbaren Alukoffer und Rädchen ohne Rädchen. Dann muss ich den rumtragen. Oder haben natürlich dann auch sofort viele Leute geschrieben, ja, mit Rimowa wäre dir das nicht passiert. Kauf dir doch einen Rimowa-Koffer. Ja, aber die sind so ein bisschen teurer. Darum habe ich jetzt mal mit dem hier angefangen. Aber wir machen dann mal einen Vergleich mit einem Rimowa-Koffer, versprochen. Nein, aber das hier ist der Xiaomi-Koffer. Ich muss sagen, er ist immer noch ein teurer Koffer, weil der da, sowas ist viel billiger und reicht ehrlich gesagt völlig. Aber wenn man auf der Suche nach einem Alu-Koffer ist, ich mag auch das schlichte Design mit den Lamellen da so quer statt aufwärts, wie bei den berühmten Vorbildern. Oder sogar schräg, wie beim anderen Vorbild. Nein, der hat sich hier wirklich sehr, sehr gut bewährt und macht auf Reisen, was er soll und großen Spaß. Falls ihr noch Fragen habt zu Koffern, immer her damit. Ich beantworte die sehr, sehr gerne. Ich bin ja wirklich ein bisschen inzwischen aber auch nicht mehr so viel unterwegs, muss man ja sagen. Vor Corona war das noch viel, viel mehr. Inzwischen ist es viel entspannter und ich muss nicht mehr ständig in den Flieger steigen. Aber ja, der hat sich hier wirklich sehr bewährt und er passt halt auch oben da in die Schlitze rein bei den Flugzeugen, entweder quer oder längs, je nachdem, was es für ein Flugzeug ist. Aber da muss man sowieso halt immer sicherheitshalber gucken, ob man dann die richtigen Maße hat. Nicht, dass das Ding dann eingecheckt wird, das ist immer doof. Das möchte man wirklich nicht. Gerade nicht, wenn man wie ich teure Laptops, iPads, Kameras und Sachen im Koffer hat. So, jetzt reicht's aber. Wie gesagt, Fragen immer sehr willkommen. Ungeniert unten rein kommentieren. Was das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Was ihr findet, viel zu improvisiert, Daumen nach unten. Was ihr findet, hätte er doch ein Rimowa gekauft, Daumen nach unten.
Es kamen wirklich sehr, sehr viele Zuschriften wegen Rimowa und ich habe mir dann gedacht, komm, schau dir das auch mal noch an. Aber das ist dann eine Geschichte für ein anderes Video. Ja, falls ihr dieses Video dann sehen wollt, unbedingt Abo abschließen, aber da habe ich noch überhaupt keine Erfahrung mit. Das kann jetzt gut und gerne noch mal ein Jahr dauern, bis wir darüber sprechen. Ja, eilt ja nicht. Wir haben es überhaupt nicht eilig hier im Kanal. Ich habe es jetzt nur eilig, um weiterzukommen. Ich muss nämlich schwimmen gehen. Also, tschüss.